Herzlich willkommen zurück bei Day of Tentacle. Wir stehen hier im Keller von dem Labor-Dingsbums hier, ne? Weiß ja wohl, Hotel und so. Und haben eigentlich hier mit Bernhard jetzt ziemlich alles erstmal durch. Das heißt, wir switchen jetzt mal rüber zu Hoagie. Ja. Der hat natürlich momentan noch nichts. Oh, was hat er denn da? Ich will nicht. Ein Dosenöffner, okay. Echt geil. Und die Patentanmeldung, die soll er ja zu dem Dingsbums hinbringen. Wie heißt er? Edison. Goldtoast, was? Essig? Salat? Was? Das ist ja eine super Batterie. Ach, Salatbatterie, ne? Okay. Das sind die Batteriepläne, die ich diesem Red Edison-Typ geben soll. Genau, und das werden wir jetzt auch mal machen. So. Geh doch mal da. Stark. Diese Tür ist wohl verriegelt. Okay. Stark. Diese Tür ist wohl verriegelt. Nun gut. Die alten Toiletten. Toll. Kumquats. Der ist ja sehr gesprächsfreudig, das muss ich ja schon mal sagen, ne? Stecker, was hat er da noch zu? Das sollte ich mit der Superbatterie verbinden, wenn ich sie fertig habe. Genau. Meckerfeld, warte mal, und hier gibt's. Gehen wir mal rechts raus. Hallo? Unterdessen. Was? Holt mich hier runter! Ja. Okay. Es ist nur die Frage, das könnte natürlich. Da können wir zugreifen. Ja, also irgendwie müssen wir die gute Laverne da. Gasthaus. Wenn das gleiche Haus ist, dann müssten das ja die gleichen Örtlichkeiten sein. Oh, das heißt, wir müssen den Baum irgendwie. Ah, ja, gut. Aha. Er ist total verschmutzt. Genau wie der Wagen bei Bernal in der Gegenwart. Das dreckiger zu machen hilft auch nicht. Okay. Geht's denn hier jetzt irgendwo? Ah ja. Ja, ist genau das gleiche Haus. Ne, hier steht der gute Cousin. Der Wagen und ja, gehen wir doch einfach mal rein. Oh, halt, warte. Briefkasten. Geschlossen. Toll. Wir machen doch auf. Oh. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Okay, ein Brief, der mir so jetzt erstmal nichts sagt. Dann schauen wir uns doch mal in dem Gasthaus um. Alter, wie der durch die Gegend eiert. Ich will nicht. Jetzt? Ach, der ist doch schon da. Mein Gott, breit habe ich gar nicht gesehen. Oh, guck mal da. Main Hall. Also ist schon mal definitiv das gleiche Haus. Cool, der Portier ist eine Mumie. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Toller Hut. Toller Hut, Mann. Ich habe keine Antwort erwartet. Dein Hut, der hat drei Ecken. Ich mag die Pyramiden, verstehst du? Ich habe gehört, Pyramiden haben seltsame Energien. Weit weg.
Ich habe etwas für Red Edison. Ja, war klar, dass wir keine Antwort bekommen. Weißt du, wo ich ihn finde? Weißt du, wo ich ihn finde? Schön, mit dir zu sprechen. Oh Gott. Da ist die Pendeluhr. Ja, das war eher nicht ich. Cool. Vielleicht verbirgt sich dahinter der Eingang in ein Geheimlabor. Anscheinend ja. Red Edison, sehr schön. Dus, ah ja. Schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Voll mit Plänen und Müll. Naja, gut. Mehr haben wir hier eigentlich auch nicht. Da ist der gute Red. Oh, Laborkittel, okay. Dann quatschen wir den noch erstmal an. Sieht beschäftigt aus. Ja, und? Hey! Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Wieso kommt er denn jetzt auf die Frage, Ben Franklin? Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Ah ja. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Was erfindest du? Das ist ein komplexes Metallgerät, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Aha. Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Was erfindest du? Das ist ein komplexes Metallgerät, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Ja, schon. Gut, da kommen wir erstmal gerade nicht weiter. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Hey, ja, du selbst einen langen Zopf. Gut, Laborkittel. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Wenn's hilft. Kann ich den nehmen? Hey, nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Okay. Das war's, ne? Oh, Hammer. Den habe ich nicht gesehen. Linkshänderhammer? Warum? Sieht wie ein normaler Hammer aus. Aber ich bin ja kein Wissenschaftler. Nehmen wir mit. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Ja, gut. Somit haben wir hier erstmal alles durch, ne? Mal eben alles abscrollen. Ja. Aber wir haben jetzt schon die Schnellhilfetaste genutzt. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal hier unten. Fangen wir unten an. Der kommt mir doch bekannt vor. Vorschlagbox. Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Mhm. Rauchdetektor. Ist verschlossen. Ja. Kamin, das kennen wir schon, da geht's nach oben. Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Ich glaube, dafür müsste ich ein Feuer machen. Ja, gut. John Hancock.
Oh. Muss einen schlechten Kreislauf haben. Jupp. Hallo? Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Ja, ja. Gibt den Holzblock für die Kinder, hatten wir schon. Was? Du meinst, es ist eine Art Wachstumssymbol? Du meinst, es ist eine Art Wachstumssymbol oder so etwas? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Oh je. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Da. Wie wäre es mit Gratis-Butterbroten für Rodis? Nein, es gibt da nichts wie. Spar es dir, den Satz kenne ich schon. Was? Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Ja. Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Ich muss gehen. Was für Logik. Holzblock. Thomas Jefferson. Wenn ich eine Mark bekäme für jedes Mal, dass ich dieses Gesicht gesehen habe. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hogi. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich habe von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Okay. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Schwätzer. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Ihr seid ja nicht weit gekommen, ne? Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Tommy. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Ich mochte die S, die wie Fs aussehen. Aha. Bis später dann. Was? Was passiert später? Oh Gott. Sieht aus wie ein Martini-Shaker. Gestohlen vom Schreibtisch George Washingtons. Hat er denn ein Gebiss? Ach, da war ja noch was. Hey, Finger da weg. Ja, ja. Verfassungsentwurf, okay. Sie scheinen noch nicht weit gekommen zu sein. Sie können es ansehen, aber nicht anfassen. Na gut, dann quatschen wir mit dem guten George. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist klar.
Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Wahnsinn. Na klar. Bist du nicht der Präsident oder sowas ähnliches? Ja, ich erwarte, zum Präsidenten gewählt zu werden. Ich habe sehr gute Verbindungen. Was meinst du, soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? Unglaublich. Ich bin ein großer Bildungsfan. Wirklich? Wie überraschend. Ist es kalt genug für dich? Kalt? Du kennst doch nicht mal die Bedeutung des Wortes. Ich war mal in Valley Forge. Das war kalt. Meine Spucke gefror, bevor sie den Boden erreichte. Cool. Ziemlich. Was ein Aufschneider. Entschuldigung. Ja? Ja? Ist das wahr mit dir und dem Kirschbaum? Oh ja, das stimmt wohl. Nun, ich habe hektarweise Kirschbäume gefällt. Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du siehst, gibt es hier keinen. Ich fälle nur Kirschbäume. Familientradition, verstehst du? Nur Kirschbäume. Da draußen gibt es nichts außer Zedern und Kumquats. Also wenn er einen Baum fällt, dann müsste der doch theoretisch in der Zukunft, da wo Laverne am Baum hängt, dicht vorhanden sein und dann könnten wir... Entschuldigung. Ja? Ja? Hast du wirklich Holzzähne? Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Ich finde sie besser als die ordinäre Emaille-Version. Aha. Super, womit putzt du sie denn? Ich benutze eine Zahnbürste, wie jeder andere auch. Und Holzpolitur natürlich. Schmeckt das nicht schrecklich? Nicht, wenn man sie vorher rausnimmt. Hast du keine Probleme mit Holzsplittern? Ich war im Krieg, Junge. Niemand, der den Donner der Musketen gehört hat, den Geruch von Schwefel nach einem Kanonenschuss gerochen und die Angst in den Herzen seiner Kameraden gespürt hat, würde sich von etwas so Kleinem wie einem... Oh, verdammt! Also ziemlich langatmig, die Gespräche. Keine Angst vor Termiten? Kaum. Wo kann man die bekommen? Sie sind ziemlich teuer. Meine wurden für mich von meinem Freund Paul Revere gemacht. Aha. Ist er nicht nackt auf einem Pferd durch die Stadt geritten? Ich glaube, da verwechselst du etwas. Wonach hältst du Ausschau? Die Zukunft unserer Nation. Ah, ja. Das Pärchen da am Baum? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Gott. Schön, nicht? Kirschbäume. Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Würdest du es mir mal demonstrieren? Warum sollte ich? Okay, das funktioniert nicht. Ich hau jetzt ab. Da können wir nichts mitnehmen. Ihm ist kalt. Also müssen wir hier auf jeden Fall schon mal ein Feuer machen. Wir gucken mal da hinten in der Küche. Rums. Was? Spaghetti? Okay. Manchmal esse ich sie roh. Mhm. Salatöl. Erstmal das einstecken. Wo geht's denn da noch hin? Wasserpumpe. Echt geil. Ich will nicht. Ich will nicht. Was haben wir denn alles in der Tasche? Nichts, was wir momentan gebrauchen können. Gut, dann haben wir die Küche schon wieder abgefroren. Oh, Schrank, warte mal. Echt geil. Ich kann es nicht öffnen. Mhm. Das kann ich nicht nehmen. Dann war es das ja auch schon wieder, okay. Wasserpumpe, also brauchen wir irgendwo Wasser.
Eimer, Wasser, Eimer. Leer. Was für ein Krempel? Ich hoffe, das Ding wurde nicht in den Toiletten benutzt. Und wie üblich in solchen Spielen einfach mal alles in die Tasche stecken. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt gebrauche. Auf jeden Fall wird dadurch es nicht einfacher. So, jetzt haben wir einen Eimer. Mahlzeit. Jetzt haben wir einen Eimer und den können wir doch bestimmt hier mit der Blip. So, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Eimer mit Wasser. Ich habe keine Ahnung wofür. Das werden wir bestimmt irgendwann noch rausfinden. In der Zukunft, in der Vergangenheit oder wo auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und wir sehen uns in der nächsten Folge mit Day of the Tentacle. Bis dann, ciao.